Diese chaotische Lage in Libyen beunruhigt Europa und vor allem Italien. Fürchtet man doch, dass sich dadurch wieder mehr Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa aufmachen? Geradeaus hat ein Flüchtlingsschiff wieder Menschen vor der Küste Libyens aus dem Meer gerettet. Einmal mehr will Innenminister Salvini das Schiff keinesfalls in Italien anlegen lassen. Ein Schiff mit 64 Flüchtlingen an Bord. Diese Bilder hat die deutsche Hilfsorganisation CI veröffentlicht. Am Mittwoch hat sie die Migranten aufgenommen und ihr Schicksal ist zum Politikum geworden. Für Italiens Innenminister Salvini ist Deutschland für die Menschen zuständig. Manche, nicht alle Hilfsorganisationen, sagt er, sind Komplizen von Schleppern. Auch in Griechenland gibt es für viele Flüchtende kein Weiterkommen. Jetzt hat ein Gerücht, die Grenze nach Nordmazedonien könnte geöffnet werden, für Unruhe gesorgt. Die UNO warnt die Menschen davor, solche Meldungen zu glauben. Libyen gilt weiter als eines der Haupttransitländer für Menschen aus Afrika. Zuletzt war die Zahl der Migranten zurückgegangen. Die EU unterstützt die libysche Küstenwache, die Flüchtende an Land zurückbringt, zum Teil in umstrittene Internierungslager. Die Kämpfe in Libyen zeigen jetzt erneut, wie unsicher die Lage im Land und damit auch der Partner Libyen ist.